In diesem Video erhalten Sie einen ersten Überblick über die Features und die Bedienung von Ihrem GPS-Auge in One V2. Mit dem seitlichen Powerschalter lassen sich die Bedienelemente vom in One V2 entweder in den Standby-Modus versetzen oder auch komplett herunterfahren. Der Standby-Modus wird durch kurzes Drücken aktiviert und ebenfalls reaktiviert. Aber auch durch Berühren des Displays holt man das in One V2 aus dem Standby-Betrieb. Die komplette Abschaltung erfolgt nach 4 Sekunden Drücken. Was jedoch ganz wichtig ist, die allgemeine Datenübertragung wie GPS, Telemetrie oder auch der Remote-Download bleiben davon unberührt. Wird eine neue Nachricht, ein Auftrag oder eine Tour übermittelt, so geht das in One V2 wieder in den Betriebszustand und es erscheint ein entsprechendes Pop-up. Mitunter wird auch hier deutlich, weshalb Konsumergeräte wie Smartphone oder Tablet nicht ernsthaft für professionelle Zwecke eingesetzt werden. Der Powerschalter kann jedoch auch komplett ignoriert werden, da das Intelligent Power Management Funktionen wie Standby oder Display an aus automatisch reguliert. Auch wenn das Fahrzeug beispielsweise längere Zeit steht, fährt das Gerät herunter, damit die Fahrzeugbatterie nicht belastet wird. Weitere Informationen zum Powerschalter sowie den unterschiedlichen Blinksignalen finden Sie in der mitgelieferten Kurzübersicht. Die Funktionen auf dem Startbildschirm sind nahezu selbsterklärend. Insgesamt sind derzeit 7 Hauptfunktionen direkt aufrufbar. Das sind die Navigation, die Kommunikation, unterschiedliche Medienplayer und Systemeinstellungen. Daneben befinden sich, sofern angeschlossen, jeweils die Telefonie und der Zugriff auf die Rückfahrkamera. Der auffällige Button in der Mitte lässt sich wahlweise mit einer Onboard-Applikation belegen, genauso lassen sich jedoch auch eigens programmierte Anwendungen damit aufrufen. Je nachdem, wann Sie dieses Video sehen, kann sich die Optik und die Aufteilung natürlich auch wieder verändert haben. Und dies gilt im Übrigen für alle Funktionen, die Sie in diesem Video sehen. Aber ich gehe davon aus, dass Sie dem technischen Fortschritt aufgeschlossen sind und dieses Tutorial entsprechend einordnen können. Die Navigation lässt sich für die unterschiedlichsten Branchen einsetzen. Das jeweilige Profil lässt sich zwar am Gerät präzise auswählen, da es jedoch eine Vielzahl unterschiedlicher Parameter sind, wird das Profil im Idealfall über die Zentrale eingespielt. Auf alle Einstellungsmöglichkeiten können wir hier und heute nicht eingehen, aber ich verweise hier gerne auf das Handbuch, welches auf unserer Webseite www.gpsauge.de unter dem Menüpunkt Support heruntergeladen werden kann. Beispielhaft nehme ich jetzt einmal die Routeneinstellungen heraus. Sie finden hier unterschiedliche Profile für die wichtigsten Branchen wie Taxi, LKW, Notdienst, Bus und PKW. Und wir wählen das LKW-Profil und sehen, dass hier bereits die Basiseinstellungen zur Routenplanung herangezogen werden können. Dennoch lassen sich auch die Profile noch detaillierter anpassen, wie Abmessungen, Gewicht und so weiter. Und jede Änderung wirkt sich auf die Routenberechnung aus, daher, wie bereits erwähnt, sollte die Einstellung bei größeren Flotten zentral vorgenommen werden. Die Zieleingabe kann ganz normal am InOne V2 erfolgen, entweder durch eine konkrete Adresse oder auch über die Karte. Ansonsten lassen sich die Ziele auch von der Zentrale aus an das Gerät übermitteln, sodass dem Fahrer keinerlei Bedienungsaufwand entsteht. Dank TMC Pro ist man mit dem in One V2 natürlich immer auf dem aktuellen Stand der jeweiligen Verkehrslage und auch diese Informationen werden bei der Routenplanung berücksichtigt. Kommen wir jetzt zu den Systemeinstellungen. Die Uhr stellt sich automatisch ein und zwar auch grenzüberschreitend. Zusätzlich gibt es hier eine Weckfunktion. Der Bordcomputer zeigt dem Fahrer exakte Fahrzeiten sowie Lenk- und Ruhezeiten an, um unnötigen Stress durch Behörden zu vermeiden. Über die Reset-Funktion lassen sich die Daten zurücksetzen. Unter Administration lassen sich Grundeinstellungen vornehmen und individuelle Zugriffsrechte gewähren. Unter Anwendungen lassen sich individuelle und branchenspezifische Applikationen aufrufen.
Über die Diagnosefunktion können Sie wichtige Daten an den GPS over IP Customer Support senden, was uns wiederum dabei hilft, im Falle einer Störung den Betrieb Ihres InOne V2 wiederherzustellen. Die Bildschirmeinstellungen belassen Sie im Idealfall im Automatikmodus. Sie können die Helligkeit aber natürlich genauso manuell wählen. Daneben befinden sich die Audioeinstellungen, wo sich individuelle Klangeinstellungen vornehmen lassen. Das InOne V2 steht in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung, welche Sie ebenfalls in diesem Abschnitt einstellen können. Insgesamt ist die Bedienung des Betriebssystems aufgeräumt und auf die Bedürfnisse von Telematikanwendern im Fahrzeug optimiert. Auch hier setzt sich das InOne V2 wohltuend von überladenen Benutzeroberflächen wie beispielsweise von Smartphones und Tablets ab. Es bietet maximale Nutzerfreundlichkeit durch große Tasten und insgesamt hat man bei der Entwicklung darauf Wert gelegt, dass man sich während der Fahrt auf den Verkehr konzentrieren kann und mit möglichst wenig Bedienschritten die gewünschte Funktion findet. Der Bereich Kommunikation beinhaltet fast alle Möglichkeiten, um Nachrichten, Aufträge und Touren mit der Zentrale oder dritten Parteien auszutauschen. Sobald eine neue Meldung eintrifft, erscheint ein Pop-up mit dem Hinweis auf die jeweilige Art der Nachricht. Bei der In-Out-Box handelt es sich um einen Cloud-Dienst, der es ermöglicht, Nachrichten direkt an die Flottenmanagement-Software zu senden und auch zu empfangen. Dieser Dienst verursacht keine Zusatzkosten und lässt sich dank der offenen API in jede verfügbare Software integrieren. Beim GPS Explorer ist dies bereits Standard. Natürlich darf auch ein E-Mail-Client im GPS-Auge in InOne V2 nicht fehlen. Die E-Mail-Adresse, unter der Sie erreichbar sind, setzt sich zusammen aus der Seriennummer Ihres InOne V2 sowie dem Zusatz @gpsauge.mobi. Die Seriennummer finden Sie unter dem Menüpunkt System oder auf der Rückseite des Gerätes. Im Gegensatz zur In-Out-Box und der E-Mail ist die SMS natürlich kostenpflichtig. Aus diesem Grund ist dieses Feature in unserem Beispiel nicht verfügbar. Der Administrator hat jedoch die Möglichkeit, diese und weitere Funktionen unter dem Menüpunkt System Administration zu aktivieren. Eines der mächtigsten Onboard-Werkzeuge vom GPS-Auge in InOne V2 ist das Auftragsmanagement, welches für jedes Unternehmen individuell einstellbar ist und mit dem sich selbst umfangreiche Touren planen lassen und der jeweilige Status unmittelbar dokumentiert ist. Eingehende Touren und Aufträge, die nicht gleich angenommen werden, bleiben natürlich gespeichert und lassen sich zu jedem Zeitpunkt annehmen. Zu diesem Thema ist übrigens auch ein ausführliches Videotutorial verfügbar. Sie finden dies auf unserer Webseite unter www.gpsauge.de/support. Das Statusboard ist eine sehr einfache Methode, um sehr schnell eine Meldung an die Zentrale zu senden oder meinen Arbeitstag zu dokumentieren. Den einzelnen Farben lassen sich auch individuelle Meldungen zuordnen, wie Stau, beladen, Ladefläche verfügbar, Pause und so weiter. Die Konfiguration vom Statusboard erfolgt ebenfalls im Menüpunkt System Administrator. Diese Funktion lässt sich auf Wunsch natürlich auch prominent auf dem Startbildschirm aufrufen. Die Markerfunktion kommt vielleicht auf den ersten Blick etwas unscheinbar daher, dahinter steckt jedoch ein ausgeklügeltes und intelligentes Feature, welches es Ihnen ermöglicht, den exakten Standort Ihrer mobilen Einheiten wie Container, Auflieger, Wechselbrücken, Mülltonnen und so weiter zu definieren. Die Position können Sie sowohl manuell definieren, als auch automatisiert via sogenannter Bluetooth-Tags. Der Disponent oder Einsatzleiter kann die Standorte dann auf der Karte einsehen oder einer Liste entnehmen. Mit dem GPS-Auge in InOne V2 lassen sich auch Telefonate führen, sofern der entsprechende Tarif hierfür gewählt wurde. Um diese Funktion zu aktivieren, begebe ich mich erneut in die Administration unter dem Menüpunkt System. Während einem aktiven Telefonat lässt sich der gesamte Funktionsumfang weiterhin nutzen, indem man einfach das Fenster schließt. Wenn ich zum aktiven Gespräch zurückkehren möchte, drücke ich kurz den Power-Schalter. Die Near-Field Communication ist zwar nicht als offensichtlicher Button auf dem Startbildschirm zu sehen, aber sei dennoch kurz erwähnt. Das integrierte NFC-Modul erlaubt die automatisierte Erkennung eines Mitarbeiters.
Hierzu hält der Mitarbeiter einfach seinen Chip links unter das GPS-Auge in One V2 und kann dann seinen Status wählen. Dieser Funktion sind natürlich keine Grenzen gesetzt und wenn Sie für Ihr Unternehmen eine besondere Funktionalität oder Definition wünschen, so setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Support in Verbindung. Der Medienplayer ermöglicht es Ihnen, Audio-Files und Filme abzuspielen sowie Bilder und PDF-Dateien zu betrachten. Eine Besonderheit hierbei: Bilder und PDF-Dateien lassen sich dank dem Cloud-Dienst High-Level Driver ganz einfach auf Knopfdruck mit der Zentrale austauschen. Der Einsatzleiter kann dies ebenfalls über den GPS Explorer im Bereich Anwendungen mit wenigen Mausklicks veranlassen. Auch diese Funktion ist aufgrund der offenen Schnittstelle in jede beliebige Software integrierbar. Dies war nun ein kurzer Überblick und auch nur ein Ausschnitt über die Features von Ihrem GPS-Auge in One V2. Bei Fragen steht Ihnen der GPS over IP Customer Support gerne zur Verfügung. Ansonsten wünschen wir viel Spaß bei der Arbeit mit Ihrem GPS-Auge in One V2.